Heute möchte ich dir die kostenlose Trading-Plattform TradingView zeigen. Wir selber nutzen TradingView und sind auch überzeugt davon. Und es ist einfach eine super Alternative zu teuren Charting-Softwares. Und der Vorteil ist natürlich, dass das Ganze online ist. Das heißt, wir können von verschiedenen Rechnern auf unseren Chart zugreifen und haben dann auf den verschiedenen Rechnern auch alles, was wir eingezeichnet haben, alles, was wir hingeschrieben haben, alle Einstellungen von den Indikatoren. Und somit können wir eben auf den einen zentralen Chart zugreifen. Heute möchte ich vor allen Dingen die Funktionen im Chart besprechen. TradingView kann noch viel mehr. Du siehst hier schon Analysen von anderen Tradern. Oben liest du vielleicht schon Screener, Märkte und sowas. Das Ganze möchte ich dir in einem anderen Video zeigen. Heute gehen wir einfach nur auf den Chart ein. Chart findest du einmal hier oben auf dem Button. Hier sind jetzt schon voreingestellte Charts. In der Basisversion, also in der kostenlosen Version, kannst du nicht mehrere Charts speichern, sondern du hast einen Grundchart. Wenn du da eben mehr Charts möchtest, musst du upgraden und das kostet dann natürlich. Ich denke, in der Basisversion reicht das alles erstmal aus. Wir springen also jetzt erstmal in meinen vordefinierten Chart und sehen erstmal den klassischen Kerzenchart, wie wir das Ganze auch aus MetaTrader oder NinjaTrader kennen. Erstmal haben wir hier grundlegend die Möglichkeit, das Ganze farblich anzupassen. Das heißt, vom Design her, das zeige ich dir jetzt heute nicht. Ganz einfach, hier über Farbschema kann man das Ganze einstellen zum Beispiel oder über die Eigenschaften noch ein bisschen individueller. Aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Das Wichtigste erstmal, dass wir hier den Chart Typ umstellen können. Die meisten werden natürlich mit dem Kerzenchart traden, aber falls du doch mal irgendwie einen Linienchart brauchst, kannst du das hier sehr, sehr einfach umstellen. Wir bleiben erstmal beim Kerzenchart und ich zeige dir jetzt erstmal die Möglichkeit, Indikatoren einzufügen. Du siehst hier oben ein kleines Plus. Hier verstecken sich erstmal die ganzen Indikatoren, die ich jetzt ausgeblendet habe, und mit einem Doppelklick versteckt sich hier unten auch der RSI. Das heißt, alle Indikatoren, die ich hier unten habe, kann ich mit einem Doppelklick ausblenden und wieder einblenden, wenn ich mal gerade den RSI nicht brauche. Ansonsten hast du hier alle Möglichkeiten der Einstellung. Das heißt, du kannst hier die Periode verändern, du kannst aber auch den Farbstil verändern und dann eben das Ganze hier anpassen. Dann kannst du das Ganze wieder ausblenden und hast den reinen Chart. Wenn du neue Indikatoren einfügen möchtest, dann gehst du über Rechtsklick auf Indikatoren einfügen und du wirst sehen, TradingView hat eine Menge an Indikatoren hier bereitgestellt und da kannst du dich völlig austoben, auch wenn viele Indikatoren nicht wirklich zielführend sind. Aber wenn du irgendeinen besonderen Indikator brauchst, dann solltest du den hier auch finden. Wir können jetzt einfach mal den gleitenden Durchschnitt einfügen, dazu einfach Doppelklick hier drauf und wir sehen schon, hier finden wir den gleitenden Durchschnitt. Wollen wir den wieder ändern, gehen wir auf das Plus und können dann hier über das kleine Zahnrädchen die Farbe einstellen. Ja, wir können hier zum Beispiel mal auf Grün gehen, können die Dicke einstellen und können natürlich hier die Periode oder in dem Fall die Länge einstellen. Das heißt, wir gehen mal hier auf den 50er Moving Average. Das ist jetzt auch der Standard gleitende Durchschnitt, nicht exponentiell oder auch nicht der geglättete, sondern wirklich der Standard, und können das Ganze dann wieder ausblenden und haben jetzt unseren Moving Average hier drin. Das sind also erstmal die Indikatoren. Jetzt haben wir die Möglichkeit, hier links die Werkzeuge zu nutzen. Und hier sind echt ein paar einfache Werkzeuge bei, die man braucht, aber auch ein paar komplexere, die wirklich sinnvoll sind. Wir fangen einfach mal hier oben an. Du hast hier die Möglichkeit, verschiedene Linienarten einzufügen. Trendlinie ist die klassische Trendlinie. Ich ziehe hier diagonal eine Trendlinie oder horizontale Linie. Das heißt, die Linie streckt sich über den ganzen Chart. Und dann eben noch Pfeillinien, vertikale Linien, alles Mögliche. Hier haben wir dann die Möglichkeit, ein Fibonacci Retracement zum Beispiel zu ziehen oder eine Extension. So wie wir es kennen aus MetaTrader und NinjaTrader. Wir können natürlich hier noch die Parameter verändern.
indem wir sagen, das und das Level möchten wir. Wir können jedem Level eine eigene Farbe geben. Das alles möglich. Dann können wir hier natürlich ganz klassisch einfach reinzeichnen, falls wir irgendwas flexibel einzeichnen wollen, können das Ganze mit einem Text versehen und haben dann hier noch die Möglichkeit, andere Tools zu nutzen, die ich jetzt auch nicht alle kenne, können uns hier Pfeile mit reinpacken, um uns wichtige Stellen zu markieren. Und das hier ist noch ein ganz cooles Tool. Wir können hiermit messen, wie groß zum Beispiel unser Stop-Loss ist. Das heißt, wir steigen hier ein, Stop-Loss beim Forex von 10, 20 Pips oder hier von 30 Cent oder 3 Dollar oder was auch immer, können das dann eben hier anlegen und schauen. Oder wir haben einen Struktur-Stop-Loss und wollen schauen, was für ein Wert dahinter steht. Oder das gleiche eben mit Zielen und können somit ganz gut messen. Das nimmt uns einiges an Rechnerei und Einzeichnen ab, weil wir es eben anlegen können und dann eben das Ganze super schnell ausrechnen können. Das sind die Werkzeuge. Weiterer Vorteil von TradingView, also wir können hier über das Scrollen rauszoomen, dass wir relativ viel Daten haben. Im Aktienbereich jetzt gar nicht mal so viele, aber wenn wir jetzt mal in den Euro-US-Dollar rein switchen, dann sehen wir, dass hier einiges an Daten vorhanden ist. Du siehst auch hier, die ganzen Zeichentools werden gespeichert. Und können mal schauen, wie weit wir hier zurückkommen. Wir sind jetzt schon bei 2003. Und kommen bis 1998, ach sogar noch weiter, hier bis Anfang der 90er im Euro-US-Dollar zurück. Das ist natürlich nicht in jedem Paar so, aber das ist schon einiges an Daten. Und wenn wir zum Beispiel backtesten, dann steht uns das eben zur Verfügung und wir können schön weit in die Vergangenheit gehen. Ja, also das auch nochmal ein riesen Vorteil von TradingView. Genau, dann haben wir hier rechts noch so ein paar Tools. Das heißt, wir können uns hier eine Watchlist bauen. Wir können uns von dem Paar, in dem wir gerade im Chart sind, Daten holen. Zum Beispiel die 52-Wochen-Range und andere Sachen. Wir kriegen hier News zu dem analysierten Paar und können eben hier mit einer Watchlist arbeiten und uns das Ganze dann eben besser anzeigen lassen. Das also die Funktionen von TradingView, da kann man noch einiges mehr machen. Ganz wichtig noch, wir haben natürlich auch verschiedene Zeitrahmen hier und können hier relativ simpel switchen. Wir befinden uns gerade im Tageschart, Daily, also D1, können jetzt einfach 240 eingeben, bestätigen und sind im 4-Stunden-Chart. Das Ganze geht natürlich auch noch weiter runter, 5-Minuten-Chart, 1-Minuten-Chart und können so sehr, sehr schnell eben von Zeitrahmen zu Zeitrahmen wechseln. Damit du keins unserer Videos mehr verpasst, abonniere unseren Kanal, indem du hier links klickst. Darüber hinaus haben wir weitere spannende Videos, die auf dich warten.